66 Jahre Karnevalsverein Bruchkatze Rammstein. Die erste Jubiläumsbuchsitzung stand an. Es ging los mit dem Bruchkätzchen, den süßen Bambini-Kätzchen. Dem Gardetanz der Tanzmariechen, dem musikalischen Auftritt von Leonie und Werner. Ja, die Stimmung war super, dafür sorgte auch der Hofnarr sowie die Juniorengarde der KV Bruchkatz. Natürlich durfte der Erich und der Hannes nicht fehlen und auch für Sauberkeit wurde stets gesorgt. Einer der Höhepunkte des Abends waren unter anderem eine Zeitreise der Bruchkatzengarten. Jede Menge Programm und sicher war auch für jeden etwas dabei. Auch die blau-weißen Funken aus Langstuhl hatten ihren Auftritt. Der singende Bade Tobias Leis durfte auf keinen Fall fehlen. Auch die grün-weiße Funken legten einen tollen Tanz ab und die Hoflandsänger sorgten nochmal für einen musikalischen Aufschwung, ehe es für den Saal einen Lachkrampf gab. Nämlich erschien das Prinzenpaar auf der Bühne und wer war wohl die hübsche Lady? Auch die schottische Einlage und die schwarzen Hofkader ließen die Narren mehr denn je tanzen. Ja, ihr Lieben, wenn ihr noch viel mehr sehen und erfahren wollt, dann verfolgt unbedingt die Rammstedt TV Bruchkatzentour. Dafür müsst ihr den Kanal einfach nur liken und verpasst somit nichts mehr. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Rallau!